Die Geschichte des Gartens liegt ja über 400 Jahre zurück in Joachimsthal. Das ist eine Gründung des Kurfürsten Joachim Friedrich. Und wir müssen davon ausgehen, dass einen großen Einfluss auf diese Gartengründung seine Gattin hatte, spätere Katharina von Brandenburg. Wir gehen davon aus, dass nach der Reformation die Bestrebungen waren, Gärten an den Fürstenschulen zu etablieren. Und so gab es da schon einen Garten, von dem wir auch eine Stichdarstellung haben, mit Gartenteichen und schön gestalteten Anlagen. Und eigentlich ab 1880 ist dann mit dem Eintritt des Lehrers Gustav Lehmann diese Gartenkultur so entwickelt worden, dass am Joachimsthalschen Gymnasium ein Gelände gestaltet wurde, das 4/5 aus Parkanlagen und Garten bestand und nur 1/5 bebaut war. Nach meinem Wissen hat er dann schon ab 1911 die Pflanzen aus dem Botanischen Garten Berlin hier übersiedelt in den neu zu gestaltenden Botanischen Garten. Und hier wurde eben auch in mustergültiger Weise die Idee umgesetzt, die Architekten sprechen auch von der Gartenstadt-Idee, also dass die ganze Schulanlage so gestaltet ist, dass der Garten sozusagen eine Erweiterung des Wohnzimmers ist. Anfang der 50er Jahre ging ich hier in die 9. Klasse. Und wir haben in diesem Garten, der nur noch ein Schatten von dem war, was er eigentlich mal darstellte, haben wir mit dem Bestimmungsbuch geübt. Und als ich dann nach meiner Ausbildung 1976 hier als Dozent für das Fach Schulgartenunterricht an diese Schule zurückkehrte, da war dieser Garten ein Stück Wald und da kam mir die Idee, diese Anlage dort als Naturspielplatz zu nutzen. Das war also so 1988 Übergang zu 89. Ich bin dann über den Zaun geklettert, dieses eingezäunten Wäldchens in dem ehemaligen Botanischen Garten, stieß dann auf einen Teich noch mit ein paar Seerosen und ein paar seltene Pflanzen und dachte, na ja, also das sieht aber hier doch stark nach Botanik aus. Und dann sagte ich zu den Studierenden, wir beseitigen jetzt erstmal die Wildrosen dort an diesem Gedenkstein. Und dann kam unter einer dicken Flechtenschicht, die den Findling bewuchs, kam dann die Inschrift, dem Andenken des Begründers dieses Botanischen Gartens, Professor Gustav Lehmann, gewidmet von seinen dankbaren alten Joachimsthalern.
wie gesagt, das hatte meine Mutter früher. Da haben wir dann die Idee entwickelt, dem Garten jetzt nicht nur das Profil zu geben, ein Naturspielraum für Kinder zu sein, sondern diesen Garten wieder dem Willen des Begründers entsprechend ein zunehmend wissenschaftliches Profil zu geben. Und zu dem genauen Ziel des Gartens kann man sich erst äußern, wenn man die Bildungsziele, wenn man die Inhalte der zukünftigen europäischen Schule kennt. Und da könnte ich mir vorstellen, möglichst viele Arten aus den verschiedensten europäischen Ländern hier zu kultivieren, um bei der Schülerschaft ein Bewusstsein zu erzeugen, dass es gut ist, sich in irgendeiner Weise um die Erhaltung der genetischen Vielfalt zu kümmern. Und ich schütze nur, was ich kenne. Und deshalb könnte ich mir als Ziel dieses Gartens vorstellen, wie es eigentlich auch die Grundidee vor 400 Jahren war, die Vielfalt zu präsentieren und den Wert dieser Vielfalt zu lehren, um Achtung vor dieser pflanzlichen Kreatur zu erzeugen. Das sind ja 30 Jahre, die ich jetzt in diesem Garten etwas dienstlich zu Anfang, weil ich ja Projekte auch mit Studenten hatte, aber zum großen Teil ehrenamtlich dort umgesetzt habe. Und so möchte ich sagen, dass ich mich dieser Idee gewidmet habe, die vor 400 Jahren eigentlich schon geboren wurde. Und das ist für mich ja ein tiefes Glücksgefühl, ein Gefühl großer Zufriedenheit, dass ich solch ein Objekt realisieren konnte.